Mein lieber Ahmed, ich sehe schon hier ein reiches Sammelsurium verschiedenster Edelsteine, Farbsteine. Und natürlich ist es so, die großen Namen, die großen Marken, gerade im Uhrenbereich, dominieren die Themenfelder. Dann kommen natürlich direkt die Brillanten oder die Diamanten. Aber ein ganz spannender Teil und auch wertig sind eben die Edelsteine. Und dazu haben wir euch ein neues Video gemacht, gehen auf verschiedenste Typen ein, welche sind besonders gefragt, welche gehen nicht so gut und ist es ein kluges Investment, in Edelsteine zu investieren? Die Antwort gibt es von meinem geschätzten Freund und Gemmologen Ahmed und mir und findet ihr hier in diesem Video. Viel Spaß! Tja, das ist ja für mich noch in vielerlei Hinsicht, da bin ich ehrlich, ein Buch mit 7 Siegeln. Zum einen leide ich unter einer rot-grünen Farbschwäche, das heißt, es fällt mir echt schwer, im Stecknadelbereich Rubine und Smaragde auseinanderzuhalten. Aber hier sind natürlich auch für mein Auge klar erkennbar, wir haben hier 4 verschiedene Edelsteine. Korrekt? Jawohl, richtig. Dann erzähl mal, gelb, links. Gelber Saphir. Gelber Saphir. Rubin. Saphir. Smaragd. Smaragd. Das ist auch ein Smaragd tatsächlich. Ja, aber in der etwas besseren Qualität. Zwar ist er sehr klein, aber die Qualität ist dementsprechend stark. Ne? Und warum hast du diese 4 Edelsteine hier hergestellt? Diese 4 Edelsteine sind, oder im Prinzip kann man auch sagen, die 3 Edelsteine sind so die gängigsten seit eh und je. Also wenn man schon früher in den 50er Jahren gesagt hat, der Rubin oder der Saphirring, dann war das schon was höherwertigeres. Okay. Das ist heute tatsächlich auch, oder ist heute auch noch so. Also Saphir, Rubin und Smaragd, das sind so mit die beliebtesten und die teureren. Die teuersten, würde ich schon sagen. Das geht schon also bis ins Unendliche. Also Unendliche ist jetzt übertrieben, aber kann sehr hoch sehr hochwertig werden. Ja. Dann, ich bin ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren hier bei euch mit dabei und partizipiere an dem vielen Wissen und auch wir stellen ja auch auf verschiedenen Messen aus innerhalb von Deutschland und ihr auch international, wenn es dann an Business to Business geht, also nicht an Privat-Endverbraucher, sondern ihr verkauft durchaus sehr viel Ware in den Handel. Genau. Und dann wiederum wird das dann von den Juwelieren aufgekauft, die lassen es umarbeiten und am Ende habt vielleicht ihr das ein oder andere Schmuckstück schon, was mal ursprünglich aus dem Hause Hermann in Koblenz stammt, aber eben verarbeitet. Also hier die Reihe, das dürften Aquamarine sein. Richtig, genau. Aquamarine sind auch in den letzten Jahren ganz stark wiedergekommen, weil die waren mal eine Zeit lang nicht so gefragt, aber ich sag mal jetzt so, zu Corona-Beginn hat das wieder mit den Aquamarinen stark angefangen. Also wenn ich mich auch nicht vertue, wenn wir so eine Messe bestücken und ihr habt dann ja insgesamt so durchaus 20, 30 Meter laufende, dann sind auf jeden Fall 2 der Vitrinen immer voll mit Aquas. Ja, kann man schon sagen. Genau, es ist in Europa, gerade in Europa, eins der angesagteren Steine aktuell. Ist tatsächlich so, dass wir die im Ankauf, also wir machen dann ja auch während der Messen Bewertungstage und Ankaufstage und wir kriegen dann wirklich sehr viel Schmuck angeboten, aber Aquamarine sind eigentlich nicht so häufig im Schmuck der 70er Jahre verbaut. Nein. Sondern das eben, genau wie du eben sagst, der Fokus eben auf Rubinen, Smaragden und auf Saphiren lag. Da hat man es häufig, hier sieht man es beispielsweise ganz gut bei ja, den Ja, das Hängen. Ist so der Klassiker. Den haben wir auch bestimmt schon 50 oder 100 Mal bei Bares für Rares gehabt. Diese Verbindung aus Diamant und Saphir steht für ewige Liebe. Ja, das ist natürlich alles, gerade bei den Edelsteinen, immer mit Mythen hinterlegt. Und es ranken sich immer diverse Mythen eben um die einzelnen Edelsteine. Und wir haben jetzt hier diese schöne Kombination, das ist bestimmt ein Stück aus den 70er Jahren in Weißgold gefasst. Das ist so in jedem Nachlass der 70er Jahre findet man auf jeden Fall die Kombi aus Weißgold, Saphir und Diamant bzw. Brillant. Genau. Was haben wir hier weiter vorne? Turmalin, das ist der Stein 2022 tatsächlich. Der Stein 2022, ja. Gibt es da für Orden auch, oder was? Also in Asien. Der Stein schlecht verkennen. Also es gab letztes Jahr keinen Stein, der gefragter war wie der Turmalin. Dieses Jahr nach wie vor eine starke Nachfrage. Was ich gelernt habe, den Turmalin, den gibt es grundsätzlich in beinahe jeder Farbe. Also genau. Grünen, roten, blauen. Also es gibt fast alle Varietäten. Bicolor, Tricolor. Das ach, ist tatsächlich auch, noch, auch ja. Ja, ja. Turmaline ist auch tatsächlich, also gefällt mir persönlich. Ich kann da zum Wert nichts sagen, aber Turmalin, gerade grüne, finde ich persönlich doch schon ganz schön. Werden in manchen Qualitäten immer teurer. Es gibt dann eben auch den Indigolith, der ist blau.
im Moment einer der beliebteren Turmaline. Okay. Teurer auch vor allen Dingen. Und was hast du uns da vorne, die Dreierreihe, mitgebracht? Noch? Das ist der Stein 2023, das ist der Morganit. Tatsächlich waren wir jetzt im März in Hongkong auf der Messe. Der gefragteste Stein auf der Messe war dann der Morganit. Den gibt es dann hier jetzt aktuell hier, den wir haben, in Braun und in Pink. Pink ist, glaube ich, teurer, ne? Pink ist teurer und auch beliebter, aber auch der Braune ist in der Dispersion, also im Feuer. Lichtbrechung. Ja. Dispersion spricht im Endeffekt, heißt nichts anderes als die Lichtbrechung und das Feuer, was eben dadurch dieser Stein entfacht. Ja, das heißt, wenn ich das wieder so richtig verfolge und gerade aus deinen Erzählungen auch mitbekomme, ihr seid am Zahn der Zeit, ihr fahrt nach Hongkong auf die Schmuckmessen. Ich denke, das machen nur die wenigsten Händler in Deutschland tatsächlich. Und ihr kauft da für hohe Summen ein. Also das kann schon mal in siebenstellige gehen. Und ich finde das wirklich krass. Und mich interessiert das sehr, sehr stark. Und würdest du denn jetzt persönlich sagen, dass die Trends, die aktuell das Weltgeschehen im Schmuckbereich bestimmen, eher aus Europa kommen oder werden die Trends in anderen Kontinenten? Definitiv Japan. Hongkong, das sind Singapur, das sind so die Städte, die geben den Takt im Moment vor. Das war früher Frankreich, Berlin kann man jetzt nicht dazu zählen tatsächlich, New York, London, genau. Die sind tatsächlich aktuell nicht die Taktgeber in dem Fall. Ja, das merken wir auch, das sehe ich auch, das sage ich auch immer wieder. Europa ist zunehmend ein Kontinent, es wird zunehmend, wie du es letztes Mal gesagt hast, ein schwacher Wirtschaftskreislauf und der Trend geht halt immer dahin, wo das Geld Wirtschaftskreisläufe eben florieren. Und das ist halt eben Asien sei da als allererstes genannt. Dann haben wir hier, das finde ich ja persönlich, das sage ich dem Herrn Kutschi schon so lange, dass ihr mal endlich auch Schmuck für Männer machen sollt. Das ist jetzt hier im Verlauf der Farbsteine. Da könnte man ein wunderbares sogenanntes Tennisarmband draus bauen. Ne? Das kann man halt auch schön variieren. Da kann man auch, wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt zu langweilig, nur in den Farben, kann man auch immer wieder einen Stein wegnehmen und dafür einen Diamanten einsetzen. Das ging auch. Das heißt, im Endeffekt, sobald ihr eine Vorstellung von einem Schmuckstück habt, was ihr gerne hättet und euch aber die Edelsteine oder der Goldschmied fehlen, so kommt doch einfach mit eurer Idee vorbei hier nach Koblenz ins Juwelier- und Fachgeschäft von Stefan Herrmann GmbH und lasst euch beraten und ich bin mir sicher, dieses Angebot an Edelsteinen habe ich so selten gesehen und es gibt ein paar große Player, das muss man sagen, die sehe ich auch auf der Messe und die Kollegen hier aus Koblenz gehören auf jeden Fall ganz mit nach vorne. Ihr seht also, das Thema Edelsteine ist ein sehr, sehr spannendes und ein viel vielfältigeres eigentlich als der klassische Diamant. Du hast uns auch hier mal so anschaulich verarbeitete Farbsteine im Schmuckbereich mitgebracht. Einmal ein Armreif. Genau, hier ist ein Smaragd, aber auch ein hochwertiger Smaragd jetzt verarbeitet. Also man kann im Prinzip den Investmentstein auch verarbeiten. Den kann man dann tragen. Man hat auch was davon. Ne? Was haben wir weiter? Hier ist so typischer 90er-Jahre-Schmuck. Das ist ein Herz mit Saphir Cabochon. Genau, Rubin. Und das hier wird wahrscheinlich ein Tourmalin sein. Da gab es dann keinen Smaragd dafür, weil der Smaragd der als Cabochon in der Qualität wäre wahrscheinlich zu porös gewesen. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine Sache, worauf man auch zu achten hat. Deswegen sind manche Edelsteine mehr fürs Fassen geeignet als andere, weil die einfach eine andere Härte besitzen. Genau. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, das ist mir nämlich jetzt wieder hier, auch wo ich den gelben Saphir gesehen habe, aufgefallen oder eingefallen. Ich habe eine sehr gute Kundin in Düsseldorf und die hat noch von ihren Eltern zum Beispiel einen Stecker gehabt mit einem gelben Saphir, der eingefasst war und so, und der flog die ganze Zeit rum, aber sie hat den Stein so wahnsinnig gerne gehabt und jetzt habe ich mit Hilfe deiner Goldschmiede ein Wachsmodell entworfen und da haben wir diesen gelben Saphir oben eingesetzt. Dazu kamen zwei schöne Einkaräter von euch links und rechts daneben und der ganze wurde dann unten verjüngt, das Ganze in Gelbgold gearbeitet. Was ich sagen will ist, habt ihr Schmuck oder Steine aus der Verwandtschaft von Personen, die euch was bedeuten, aber ihr könnt das Schmuckstück nicht mehr aktuell tragen, so kommt doch einfach vorbei, lasst das Ganze bewerten. Man kann natürlich mal vorher auch gucken, lohnt sich das Investment oder kauft man dafür dann doch besser einen anderen Farbstein? Weil das ist eigentlich auch noch ein spannendes Themenfeld. Kann man direkt die Frage anschließen, Armin, lohnt es sich in Farbsteine zu investieren? Also auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall. Also was heißt auf lange Sicht schon mal? Das sind ja, also wenn man sich so einen Stein kauft und beispielsweise verarbeiten lässt wie in den Armreif, das ist ein Schmuckstück, das trägt man ja nicht 5 oder 10 Jahre, das ist ein Schmuckstück, das behält man bis zum Lebensende. Das wäre so die optimale Herangehensweise. Ist es als Investment gedacht,
ist die Preissteigerung auch nicht in 5 bis 10 Jahren da, sondern tatsächlich 30 bis 40 Jahren. Also man sollte nicht dahin gehen. Ganz langfristiges Investment. Richtig, genau. Also ich sehe es in dem Fall sogar ein bisschen anders, wenn der Schmuck oder der Stein als Schmuckstück verarbeitet ist. Man kommt immer mal irgendwo gegen. Und ich sehe es ganz häufig bei Schmuck aus den 70er Jahren, wenn du dir dann das genau anguckst, siehst du, der Stein ist an der Seite, hat eine kleine Macke, einen kleinen Zacken rausgebrochen. Und dann kannst du das schon kaum noch weiterverarbeiten. Das heißt für mich zum Investieren, tatsächlich, wenn man die Zeit eben hat, Top-Steine kaufen, die einlagern, die sind verhältnismäßig gesehen günstig und können verhältnismäßig gesehen sehr hoch ansteigen im Preis. Aber ansonsten finde ich persönlich Edelsteine als Investment nur tatsächlich, wenn man die Zeit hat, das eben 50 Jahre liegen zu lassen. Genau. Ansonsten käme halt der Diamant. Ja, der Diamant ist natürlich immer ein spannendes Themenfeld, wird auch investiert, wird auch einfach als Investment gesehen. Aber dann nur von offiziellen Laboren geprüfte, zertifizierte Steine. Also was würdest du empfehlen, wo kaufe ich solche Steine? Also man muss jetzt tatsächlich dazu sagen, es wird viel Schindluder getrieben. Es gibt sehr viele Synthesen. Man erkennt es als Laie nicht. Also da muss man wirklich schauen, wo ist ein Gemmologe? Schickt man es ein offizielles Prüflabor wie das deutsche Prüflabor in Idar-Oberstein oder in die Schweiz ans SSEF oder GIA. Das sind dann halt so Labore, die können das 100% feststellen. Die haben dann auch andere Geräte. Allerdings arbeiten wir beispielsweise mit einem Mikroskop und dann machen das fest anhand der Einschlüsse. Ja, und auch hier zum Beispiel, ne? Genau. Also das ist ein einfaches UV-Licht, um die Fluoreszenz zu testen. Das UV-Licht wird jetzt bei synthetischen Diamanten eingesetzt. Ah, okay. Aber auch ein sehr spannendes Thema. Ich denke, das wird was fürs nächste Mal sein. Ja, das war's an der Stelle schon zum Thema Farbsteine, Edelsteine. Eine wirklich so große Vielfalt, die wir in der Kürze des Videos gar nicht abbilden können. Also habt ihr einen Favoriten, einen besonderen Edelstein, zu dem ihr eine Beziehung habt? Vielleicht auch eine spirituelle, da brauchst du gar nicht zu lachen. Das habe ich nämlich auch. Ich bin ein esoterischer Typ. Ich glaube an die Kraft der Steine, so wie ich an die Kraft der Gedanken glaube. Also habt ihr einen Favoriten, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare und ich lese mir dazu was durch. Oder fragt den Gemmologen, der weiß nämlich zu beinahe jedem Edelstein fundiert etwas zu sagen. Armin, hat mir Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen hier in unserem neuen Studio. Ich fühle mich hier total wohl. Ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Gerne unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keinen Inhalt mehr. Natürlich die Glocke aktivieren. Ah, der Armin ist mittlerweile so im Game. Und wenn ihr hierauf klickt, dann findet ihr alle weiteren Videos zum Thema Edelsteine. Und hier findet ihr alles zum Thema Uhren. Von uns zwei Süßen war es das. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde ins Freibad, weil es ist wirklich heiß. Richtig heiß. Macht's gut, bleibt uns gewogen und alles Gute.